die, die oder die. Bist du gerade auf der Suche nach der perfekten Kreditkarte für dein Unternehmen? Falls ja, bist du hier bei diesem Video genau richtig. Ich zeige dir die verschiedenen Kriterien, auf die du achten musst, bevor du dich für oder gegen ein Produkt entscheidest. Viel Spaß bei diesem Video. Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Mein Name ist Hendrik und in diesem Video möchte ich dir die verschiedenen Punkte zeigen, auf die du achten musst, wenn du eine Kreditkarte für dein Unternehmen suchst. Ich finde persönlich, eine Kreditkarte ist ein tolles Zahlungsmittel und ein gutes Werkzeug, was wirklich Sinn macht, wenn man es richtig einsetzt. Ich möchte dir, wie gesagt, verschiedene Kriterien zeigen, die wichtig sind, aber trotzdem ist dieses Video hier oben irgendwo bezahlt markiert oder als bezahltes Video markiert, ganz einfach aus dem Grund, weil ich dir am Ende meinen persönlichen Favoriten derzeit, das ist die American Express Business Gold Card, vorstelle, auf ein paar Vorteile und Nachteile, die detaillierter eingehe und ich deswegen hier aus Transparenzgründen das Ganze einmal als Video mit Bezahlung markiert habe. Trotzdem, wie gesagt, möchte ich, dass du die Entscheidung selber triffst. Deswegen kriegst du gleich die Kriterien, die für Unternehmer und Selbstständige wichtig sind. Denn da gibt es ein paar Punkte, die sich von der Privatperson schon doch deutlich unterscheiden. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern schauen uns mal direkt die erste Fragestellung an, und zwar, welche Art von Karte benötigst du eigentlich? Jetzt wird der eine oder andere verwirrt sein und fragen, Moment, es geht doch hier um Kreditkarten, ich will eine Kreditkarte. Aber ja, es gibt da unterschiedliche Arten, und zwar einmal die sogenannte Debit Card und eine echte Kreditkarte, also die Credit Card. Und der Unterschied zwischen beiden fällt eigentlich erst auf, wenn man genauer hinschaut. Also mit beiden kann man ganz normal zahlen, Transaktionen abwickeln. Und der Hauptunterschied liegt aber darin, wie letzten Endes dann die Zahlung verbucht wird. Bei einer Kreditkarte wird die jeweilige Ausgabe immer gesammelt für einen bestimmten Zeitraum, in der Regel einen Monat, 30 Tage, und wird dann abgerechnet. Bei manchen mal mit einem längeren Zahlungsziel, bei manchen mit einem kürzeren, bei manchen muss man sofort zahlen. Aber das ist der Standardweg für eine echte Kreditkarte. Bei einer Debitcard wird in Echtzeit von einem jeweiligen Geschäftskonto direkt abgebucht. Das heißt, du kannst nur so viel Geld ausgeben, wie wirklich auch gerade auf deinem Geschäftskonto drauf ist. Jetzt wird der eine oder andere denken, ja, schön und gut, ich gebe halt nicht mehr aus, als ich habe, kein Problem. Ja, das wird hier und da doch noch ein Problem, denn damit verbunden ist eine andere Funktion, die im Geschäftsleben häufiger verwendet wird, nämlich die Reservierung einer Kaution zum Beispiel, beziehungsweise die Vorabreservierung von bestimmten Beträgen. Also wenn du zum Beispiel ins Restaurant gehst und mit einer Debitcard bezahlst, 35 Euro, ist das gar kein Problem. Das wird in Echtzeit vom Geschäftskonto abgezogen und fein. Du kriegst deinen Beleg, kannst rausgehen und gut ist das Ganze. Wenn du allerdings zum Beispiel einen Mietwagen buchen möchtest, dann zahlst du die Mietgebühr zum Beispiel 100 Euro und das wäre mit der Debitcard gar kein Problem, aber im gleichen Moment reserviert der Mietwagenanbieter direkt die Selbstbeteiligung für einen Vollkaskoschaden zum Beispiel, 1000 Euro bzw. eine Kaution, direkt mit auf der Karte. Und das kann eben eine Debitcard nicht bieten, diese Vorabreservierung, und deswegen wird sie bei bestimmten Transaktionstypen abgelehnt. Das ist der Hintergrund, warum Unternehmer und Selbstständige häufiger eine echte Kreditkarte brauchen. Reisebuchungen wie Mietwagen oder ähnliches sind jetzt nur Standards. Auch Hotels machen das sehr gerne mal, dass sie die Kaution vorab reservieren. Aber wichtig ist das vor allem bei großen Online-Portalen. Wenn du dich als Online-Händler zum Beispiel bei Amazon registrieren möchtest, dann ist das mit einer Debitkarte nicht möglich. Denn Amazon möchte auf jeden Fall sicherstellen, dass sie im Fall von einer Retoure oder wenn du deren Vermittlungsprovision an Amazon nicht richtig bezahlst, dass sie sich das auf jeden Fall wiederholen können. Und das machen sie in Form einer Reservierung auf einer echten Kreditkarte. Das heißt also, für Unternehmer ist es tatsächlich relevant, eine richtige Kreditkarte zu haben, obwohl, ja, oder wegen der Funktionen, die über die normale Zahlungsabwicklung und Transaktionsabwicklung hinausgehen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Überleg dir bitte, was brauche ich wirklich? Habe ich solche Buchungen und solche Fälle hin und wieder mal? Oder geht es mir tatsächlich darum, einfach mal im Restaurant einen Bewirtungsbeleg zu erzeugen und da eine kleine Transaktion zu machen und kleinere Beträge zu zahlen? Dann ist auch eine Debitcard vollkommen ausreichend. Möchte ich sie aber wirklich als Finanzierungswerkzeug einsetzen und solche Transaktionen wie eben genannt tätigen, dann brauchst du eine echte Kreditkarte. Wichtig ist eben auch diese Sammlungsfunktion, also man hat hier wirklich einen echten Kreditrahmen, das kann man sich vorstellen wie eine Kontoüberziehung, die einfach später ausgeglichen wird. Das ist ein großer Vorteil, den ja, Selbstständige und Unternehmer ganz anders nutzen können als eine Privatperson. Da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein, in welchen Szenarien das Sinn machen kann. Aber das, wie gesagt, ganz zu Beginn im Hinterkopf behalten, kannst du ja, diese Transaktionen verwenden, falls ja, dann schau bitte nach einer echten Kreditkarte. Und ganz zu Beginn wirkt erstmal dieser Kreditkartenbereich total groß und als ob es total viele Anbieter gibt. Solange man oder sobald man nach einer echten Kreditkarte sucht, wird der Markt schon viel, viel kleiner, viel, viel enger. Jetzt schauen wir uns den nächsten großen Bereich an. Die zweite Frage ist, welchen Einsatzzweck hast du denn letzten Endes? Also hier ist die Frage nach den Akzeptanzstellen. Wo möchtest du die Karte verwenden letzten Endes?
Und das können natürlich online verschiedenste Sachen sein, wie zum Beispiel Software und Tools, irgendwelche Webhosting-Sachen, dann Werbeplattformen wie Google oder Facebook-Ads, das sind natürlich auch Klassiker. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien ist auch ein Thema, man kann mittlerweile alles online bestellen, entweder ja, bei einem unsympathischen Anbieter mit A oder bei einem schönen Online-Shop, auch das ist möglich. Und ja, wir haben hier zum Beispiel in unserer Ferienwohnung, in der ich gerade bin, bestimmte Sachen immer mal wieder, Verbrauchsmaterialien, die wir online bestellen und uns liefern lassen. Und ja, das ist eine Frage, hast du solche Einsatzzwecke? Ansonsten gibt es noch einen großen Punkt, der von vielen vergessen wird, das Thema Dienstleistungen. Man kann sehr viele Dienstleistungen mittlerweile auch online bezahlen. Zum Beispiel auf Freelancing-Plattformen kaufen wir regelmäßig Leistungen ein, verschiedene Anbieter, verschiedene Freelancer. Und auch das zahlen wir natürlich sehr gerne online und vor allem mit Kreditkarte. Offline gibt es auch ein paar spannende Einsatzzwecke für Kreditkarten und zum Beispiel, wenn du im Großmarkt einkaufst, beispielsweise als Gastronomiebetrieb und du zahlst in der Metro beispielsweise deine Lebensmittel, die du dann verarbeitest zu irgendwelchen Gerichten und Speisen, Getränken etc., kaufst du dort ein und kannst diese dann ebenfalls mit Kreditkarte zahlen. Und das ist eine Variante. Oder wenn du zum Beispiel Handwerker bist, du kaufst im Baumarkt regelmäßig ein oder bei deinem Großhändler, bei dem jeweiligen und du hast keinen Kauf auf Rechnung vereinbart mit denen, dann kannst du super eine Kreditkarte verwenden. Und das sind auch genau die Punkte, wo es halt wirklich Sinn macht, eine Kreditkarte zu haben mit einem Kreditrahmen. Denn zum Beispiel im Gastbetrieb, du kaufst heute die Lebensmittel ein, verarbeitest sie, kriegst mit 1, 2, 3, 4 Tagen Verzögerung das Geld von den Kunden und zahlst dann 30 Tage später erst bei dem jeweiligen Anbieter dann die ja, die Rechnung und hast aber einen positiven Cashflow sozusagen, weil du in der Zeit ein zinsloses und kostenfreies Darlehen bekommen hast. Das macht wirklich Sinn. Es gibt Karten, die ein längeres Zahlungsziel haben, das vielleicht noch ganz zu Beginn. Diese Karte hier, die Amex Gold, hat zum Beispiel 50 Tage Zahlungsziel. Bei der Platin-Card bekommt man nochmal 8 Tage mehr. Aber das ist die Frage, braucht man das wirklich? Ich glaube, für viele reichen 50 Tage schon vollkommen aus. Jetzt muss man sich natürlich wegen der ja, Verwendungszwecke, Einsatzzwecke und Akzeptanzstellen genau anschauen, wo möchte ich was bezahlen. Habe ich eher zum Beispiel große Anbieter, dann ist Kreditkarte in der Regel gar kein Thema. Möchte ich meine Karte einfach nur einsetzen für das eben genannte ja, Restaurant, Bewirtungsbelege etc., muss man sich anschauen, akzeptieren die überhaupt Kreditkarten, falls ja, welche und alle, muss man genau hinschauen. Das ist ebenfalls sehr wichtig, dass man da sich im Vorfeld damit beschäftigt, wo möchte ich bezahlen und kann ich da überhaupt bezahlen? Ich habe zum Beispiel einmal versucht, bei der Deutschen Post mit Kreditkarte zu zahlen. Das ist nicht möglich. Und dann musste ich für über 2000 Euro Porto, musste ich dann ja, Bargeld abheben in der Nähe. Das war kein Problem, weil der Automat Kreditkarten akzeptiert hat. Dann das Bargeld holen und so weiter. Aber das ist eben halt einer dieser ja, älteren Anbieter, die das noch nicht so ganz nutzen. Ein wichtiges Vergleichskriterium ist dann auch noch, welche Währungen und Standorte du hauptsächlich verwendest. Bist du Online-Unternehmer, der hauptsächlich innerhalb ja, Deutschlands oder Europas aktiv ist und ab und zu mal Online-Tools auch mal vielleicht in US-Dollar bezahlt. Alles schön und gut, da musst du eigentlich auf nichts wirklich achten. Falls du aber permanent um die Welt reist, digitaler Nomade bist und ja, niemals in deiner Heimatwährung Euro bezahlst, dann solltest du ganz genau hinschauen. Es gibt häufig Fremdwährungsgebühren, die sich auf Dauer ganz schön summieren können oder auch Auslandseinsatzgebühren. Hier ist wichtig, wenn ihr das ja, gedanklich nochmal im Hinterkopf habt, zu überlegen, ja, wie viel Zeit verbringe ich wirklich dort geschäftlich, also nicht nur privat, wie lange bin ich im Urlaub, sondern wo habe ich wirklich geschäftliche Termine im Ausland, dann wird es bei meisten schon etwas weniger. Oder auch kann ich vielleicht die Plattform, wo ich bezahle, auf meine Heimatwährung umstellen. Auch das ist häufig möglich, vergessen viele und zahlen dann dafür eine Strafe in Form von Fremdwährungseinsatzgebühren, weil sie einfach in den Einstellungen oder in ihrer Accounterstellung einen kleinen Fehler gemacht haben, irgendwas vergessen haben und da kann eine E-Mail an den Support schon ziemlich große Ersparnis am Ende bewirken. Aber schaut euch das bitte an, wie häufig zahle ich in fremden Währungen und an fremden Standorten. Das vierte Kriterium ist ebenfalls sehr, sehr wichtig und wird beim Vergleich außer Acht gelassen, und zwar ist überhaupt eine Zusammenarbeit möglich. Also schaut euch das an, gibt es Eingrenzung an das Alter des Unternehmens? Es gibt manche Anbieter, die Unternehmen erst akzeptieren nach zum Beispiel einem Jahr Existenz oder manche erst nach einem halben Jahr, manche auch schon nach 3 Monaten. Das ist bei Amex zum Beispiel so, dass man dort 3 Monate Historie haben muss. Dann wird natürlich auf die Branche geschaut. Manche haben da Branchenbeschränkungen, das ist nicht so typisch und häufig. Aber teilweise gibt es das tatsächlich, dass bestimmte Branchen ausgeschlossen sind. Dann wird natürlich die Bonität geprüft. Das ist allerdings erst während bzw. nach Abgabe des Antrags dann möglich. Da wird dann einfach geschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Unternehmen, was sie den Antrag stellt, die Forderung auch dann zurücküberweisen kann bzw. diese Verbindlichkeit begleichen kann. Das wird sich hier genau angeschaut von dem Unternehmen. Da müsst ihr selber nichts machen. Das ist immer eine Individualentscheidung. Da kann man auch nichts pauschal sagen, dass die sind locker, die sind nicht locker.
Das muss man sich aber, wie gesagt, genau anschauen. Im Zweifel kann das sein, wenn dein Unternehmen jetzt nicht die Top-Bonität hat, dass du erstmal mit einem kleineren Kreditlimit anfängst, dass du zum Beispiel 500 oder 1000 Euro Limit bekommst, nachdem du dann einige Transaktionen und Monatsabrechnungen regelmäßig gezahlt hast, dann ist es kein Problem, das auch weiter zu erhöhen, beziehungsweise das passiert automatisch. Der letzte Punkt quasi bei der Zusammenarbeit ist noch sehr, sehr wichtig, und zwar das Thema Rechtsform. Nicht jedes Kreditkartenunternehmen, nicht jeder Anbieter akzeptiert jede Rechtsform. Es gibt zum Beispiel die Miles & More Kreditkarte, die relativ okay ist, kann man schon sagen, aber die akzeptiert keine Kapitalgesellschaften als Kunde. Das heißt, man muss dann gegebenenfalls als Gesellschafter oder Geschäftsführer privat eine Karte abschließen, das irgendwie mit der Firma verrechnen, um dann ein paar Vorteile zu bekommen. Aber rechtlich ist das auch nicht ganz sauber. Man hat dann ja eigentlich einen Vertrag auf sich privat und so. Also ist es mit sehr viel Aufwand nur möglich, und eigentlich werden Kapitalgesellschaften nicht von allen Anbietern akzeptiert. Auch hier, wie gesagt, das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne die Amex nutze, weil eben mit meinen GmbHs kann ich da ganz normal mich als Kunde anmelden, habe die Karte jetzt schon länger, auch für verschiedene Unternehmen, und bin da wirklich sehr zufrieden, weil das gar kein Problem ist bei der Antragsprüfung, Antragstellung, und das geht sauber durch. Bei anderen, wie gesagt, war das ein ganz schöner Hickhack, um dann letzten Endes zu hören, nee, eigentlich machen wir das gar nicht. Dann schauen wir uns mal einen Punkt an, den viele sich ganz zu Beginn vornehmen, wenn sie Karten vergleichen. Das sind die ganzen Zusatzleistungen mit der Frage, welche Incentives gibt es eigentlich? Hier gibt es die verschiedensten Ausprägungen, welche Vorteile Kreditkartenanbieter den möglichen Neukunden vor die Füße werfen und anbieten. Häufig kommt es eigentlich aus vier Kategorien. Das sind einmal natürlich Cashback, die sind unterschiedlich flexibel und in unterschiedlicher Art. Manche schreiben einfach gut. Also schreiben einen bestimmten Prozentsatz des jeweiligen Kartenumsatzes gut, tatsächlich in Euro, das ist eine Möglichkeit. Manche machen das über so Treuepunkte, die man dann unterschiedlich flexibel einsetzen kann, das ist ebenfalls gang und gäbe. Ansonsten gibt es noch Versicherungen, die als Zusatzleistung häufig angeboten werden, Reiseversicherungen und so weiter, ganz viel, die teilweise unternehmensspezifisch sind, teilweise eben nicht unternehmensspezifisch. Verlängertes Zahlungsziel ist auch noch ein Punkt und ein Incentive, was manche anbieten. Wie gesagt, hier gibt es 50 Tage derzeit. Standard ist 30 Tage, aber es gibt auch manche, die noch darüber hinausgehen. Das ist ebenfalls möglich. Dann gibt es noch Mitgliedervorteile, also wo einfach Stammkunden regelmäßig verschiedene Vorteile angeboten werden. Das können ja Angebote, Rabatte, Gutscheine, etc. sein, die man wirklich nur als Kunde bekommt. Und das kann hier und da schon sehr spannend sein, wenn es halt zu einem passt. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen 200 € Reisegutschein bekommen, die man für Mietwagen und Hotels etc. einsetzen konnte. Und das kann fast jeder verwenden, weil die eben auch im Privatbereich einsetzbar sind. Aber auch da gibt es, wie gesagt, immer unterschiedliche Aktionen, die variieren teilweise, und deswegen muss man immer genau schauen, was gilt denn jetzt gerade. Dann ist noch eine wichtige Frage bei den Zusatzleistungen: Gibt es denn die Möglichkeit, Mitarbeiterkarten zu bekommen, falls es für dein Unternehmen relevant ist? Ich weiß, hier schauen auch einige Einzelkämpfer zu, die sagen, ich bin glücklich, so wie es ist, und es kann auch gern so bleiben, dass ich hier alleine bin. Vollkommen okay und legitim. Manche sagen aber, nee, ich habe jetzt hier schon Mitarbeiter zum Beispiel, und davon brauchen auch mehrere eine Karte. Oder aber ich möchte in Zukunft Mitarbeiter haben, und das soll auch deren Standard sein, dass sie eine Karte bekommen. Da muss man natürlich gucken, bietet das Unternehmen diese Upgrade-Möglichkeit an? Kann ich Mitarbeiterkarten bestellen? Falls ja, was kosten die? Und diese ganzen Themen sollte man sich im Vorfeld anschauen, wenn das der eigene Plan ist. Dann kommen wir mal zu einem Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, und zwar das Thema Preise und Gebühren. Auch das ist eine Sache, die sich viele ganz zu Beginn anschauen, ohne die Leistungen und alles, ja, was noch mit da dran hängt, anzuschauen. Manche gucken wirklich nur unten rechts auf die Ecke, was kostet der Spaß? Und das ist nicht wirklich sinnvoll. Deswegen habe ich das hier als letzten Punkt, weil man eben Kosten und Leistungen letzten Endes im Gewicht sich anschauen muss. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist immer wichtig, und da sollte man vor allem nicht nur die Grundgebühren anschauen, sondern auch die versteckten Gebühren, die Einsatzgebühren sich genau ansehen. Deswegen habe ich vorhin da lange so viel Zeit investiert in den Bereich, wo möchtest du es einsetzen, in welchen Währungen, Standorten und so weiter, weil das eben diese Einsatzgebühren letzten Endes dann bedingt. Und da gibt es Punkte oder gibt es Karten, die theoretisch kostenlos sind, die aber am Ende dann doch viel mehr kosten als Karten mit einer Grundgebühr, eben weil diese Einsatzgebühren deutlich höher sind, weil es unfaire Wechselkurse gibt oder ähnliches. Und deswegen hier nochmal der Hinweis an der Stelle: Schaut euch bitte ganz genau an, wie ihr die Karte verwenden wollt und welche Kosten das am Ende dann nach sich zieht. Also wie viel kostet die Karte insgesamt während eines Jahres zum Beispiel mal. Und interessant ist, dass dann teilweise Karten mit einer Grundgebühr günstiger sind als ja, Karten, die kostenlos sind und letzten Endes einfach nur ja, hintenrum im Kleingedruckten irgendwo sich ihre Gebühren dann wieder rausziehen. Es ist relativ schwierig, hier den Komplettüberblick zu haben. Deswegen arbeiten wir mit Hochdruck an einem Kreditkartenvergleich. Keine Sorge, der wird, sobald er fertig ist, hier unten drunter verlinkt, wo ihr dann einfach anhand von verschiedenen Filterkriterien schauen könnt, welche Karte passt zu mir und zu meinem Unternehmen mit meinem Bedarf.
Und ja, da bitte ich noch um ein kleines bisschen Geduld. Wir sind dran, es kommt in Kürze. Ein kurzer Hinweis noch auf die American Express Business Gold Card, habe ich euch ja vorhin gesagt. Das ist derzeit mein Favorit für kleine und mittelständische Unternehmen. Und zwar liegt es an verschiedenen Punkten. Zum einen gibt es jetzt gerade eine besonders gute Aktion, aber auch abseits der Aktion gibt es ein paar Vorteile. Ich fange erstmal mit der Aktion an. Wie gesagt, die ist zeitlich begrenzt. Sobald sie abgelaufen ist oder eine neue kommt, verlinke ich die ebenfalls hier unten drunter. Derzeit gibt es 50.000 Membership Rewards Punkte, vielleicht zur Relation. Das sind etwa 3 innereuropäische Hin- und Rückflüge. Das heißt, ein Hin- und Rückflug innerhalb Europa kostet 15.000 Membership Reward Punkte oder 15.000 Euro Umsatz auf der Karte. Dann hast du immer noch 5.000 Punkte übrig für was auch immer du möchtest. Alternativ, wenn du sagst, nee, ich reise nicht so gerne, ist irgendwie nicht so mein Ding, dann kannst du ebenfalls 200 Euro Gutschrift direkt auf deine Abrechnung bekommen. Das ist möglich. Das erste Jahr ist komplett gebührenfrei und danach kostet sie weniger als 12 Euro pro Monat. Finde ich auch noch total in Ordnung. Und es gibt einen 100 Euro Dell-Gutschein, den kannst du zum Beispiel für Hardware für dich oder für deine Mitarbeiter verwenden. Egal, ob das jetzt Tastatur und Maus ist oder ähnliches. Oder ich habe mir einen sehr schönen Dell-Monitor gekauft, den ich persönlich sehr gerne mag und nicht mehr wieder hergeben möchte, gerade in Homeoffice-Zeiten. Und ja, das ist hier möglich. Abseits von dieser speziellen Aktion gibt es ein paar Punkte, die mir sehr gut gefallen. Das ist zum einen eine sehr hohe Akzeptanzquote. Also gerade online ist das gar kein Thema und auch in Offline-Geschäften kein großes Thema mehr. Als ich in 2017 begonnen habe und Neukunde war, habe ich schon noch mal häufiger gehört, hier gibt es irgendwie Schwierigkeiten, akzeptieren wir gerade nicht oder ist derzeit nicht möglich. Aber das ist Schnee von gestern und mittlerweile komme ich ganz, ganz selten nur noch an diese Herausforderung. Wenn dann, wie gesagt, auch mal in kleineren Geschäften, in einem Café oder so, aber bei den meisten Anbietern oder Akzeptanzstellen ist es gar kein Problem mehr. Cashback durch Membership Rewards finde ich super. Also das System habe ich eben ja schon kurz erklärt. Man kriegt Treuepunkte, die man extrem flexibel einsetzen kann. Ob das nun Reisen sind, Mietwagen, Hotels oder auch einfach tatsächlich in Euro umwandeln lassen, das ist kein Thema. Man bekommt realistisch ungefähr 3 Cent pro Euro Ausgabe zurück. Also das schwankt zwischen 1 Cent und 10 Cent pro Euro Ausgabe. Profis, die sich lange damit beschäftigen, schaffen 10 Cent. Ich schaffe 3 als jemand, der sich kaum damit beschäftigt. Und wenn man einfach nur sagt, hier, ich möchte Geld dafür als Gutschrift, dann kriegt man 1 Cent dafür. Also das ist so der einfachste Weg. Auch wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht, dann bekommt man hier 1% Gutschrift. Andere Karten liegen in der Regel zwischen 0,1 und 0,3%. Also hier ein deutlicher Vorteil gegenüber anderen Karten, meiner Meinung nach. Das Zahlungsziel bis zu 50 Tage finde ich ebenfalls total in Ordnung und reicht für mich persönlich aus. Man kann es mit der Platin, die ich in einem anderen Unternehmen habe, auch noch erweitern auf 58 Tage. Aber der Preissprung von Gold zu Platin ist schon ziemlich groß. Von daher würde ich hier, wenn du es nicht ganz dringend brauchst, das Zahlungsziel würde ich hier bei der Business Gold bleiben. Finde ich persönlich absolut ausreichend. Grundgebühr habe ich schon gesagt, mit weniger als 12 Euro total in Ordnung und finde ich fair. Bei Mitarbeiterkarten, das ist ebenfalls möglich, die kosten 40 Euro pro Jahr, aber hier hat man die Möglichkeit, falls gewünscht, relativ schnell neue Karten mitzubestellen. Das ist jetzt meine Meinung und jetzt würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Hast du vielleicht eine bestimmte Karte, mit der du sehr zufrieden bist oder bestimmte Punkte, die dich bei anderen Anbietern extrem erfreuen oder total nerven? Mir macht das persönlich Spaß, über solche Sachen zu fachsimpeln, mir die Details anzuschauen. Also schreib gerne hier unten drunter, was du davon denkst. Benutzt du generell Kreditkarten oder versuchst du lieber Cash zu zahlen? Auch das sind ja Punkte, wo sich doch ganz viele unterschiedliche Meinungen ergeben. Von daher freue ich mich einfach mal auf dein Feedback. Alle Links, die ich angesprochen habe, findest du wie immer in der Beschreibungsbox. Und jetzt wünsche ich dir frohes Zahlen, viel Spaß und allzeit viel Erfolg. Ciao.